Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute endlich wieder eine Limited Edition für euch. Und zwar hat Essence die Wanna Be My Honey LE rausgebracht und ich habe fast alle Produkte da. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit. Kleine Storytime, falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe gerade, ich glaube, 50 Kilometer auf mich genommen, um diesen verdammten Primer zu finden. Weil hier, meine Filiale des Vertrauens, hatte alles, außer dem Primer. Deswegen gibt es den Primer nicht. Es tut mir sehr leid, ich habe es wirklich versucht. Ich bin stinkesauer, aber wir haben andere wundervolle Produkte. Freunde, ich bin sehr gespannt, denn Bienen und ich... Also, ich finde Bienen total süß und sie sind super, super wichtig und... schützt die Bienen und ich respektiere jeden Imker, aber ich möchte keine Biene bei mir ums Gesicht haben. Genauso wie Wespen. Wespen sind noch schlimmer. Aber Essence hat sich gedacht, Girl, wir packen dir die Biene gleich ins Gesicht und deswegen bringen wir eine Limited Edition raus. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie immer. Es gibt eine Lidschattenpalette, es gibt Puder, es gibt etwas, was ich noch nicht ganz so weiß, was es sein soll. Es gibt einen Lippenstift und es gibt zwei Pinsel. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem ersten Produkt an. Und das ist das All Over Balm. Das ist ein kleines Balsam. Da sind 25 Gramm drin und das soll ein extrem pflegender Multibalm sein. Wofür auch immer ich ein... Also, was mache ich denn damit? Gebe ich mir das übers komplette Gesicht? Gebe ich mir das nur auf meine Nägel? Also hier so auf die Nagelhaut. Ich habe total rissige Nagelhaut. Es riecht ganz, ganz fein nach Bienenwachs. Honig. Ganz hart. Nicht so extrem krass. Was ich jetzt erstmal damit machen möchte, ist, ich möchte mir... ein Katzenhaar. Warum sind immer Katzenhaare hier? Ich habe nicht mal Katzen hier. Ich gebe mir so ein bisschen was auf die Lippen, Freunde. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich gebe mir das auch nochmal so ein bisschen auf meine Fingernägel. Ich habe echt ein Problem damit. Also, ich bin ja auch so ein Knibbler, ne? I know, sorry. Es ist ganz, ganz schlimm. Wenn ich nervös bin oder Stress habe oder so, dann knibbel ich immer. Und ich creme mir das hier immer ein, aber es hilft halt nicht. Vielleicht ist das eine gute Sache. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Es sieht tatsächlich aus wie Bienenwachs. Ich weiß nicht, ob man sich das übers komplette Gesicht geben sollte, weil ich glaube, das ist einfach zu ölig und zersetzt dann die Foundation. Aber so auf die Lippen als Pflege oder so... von der Foundation. Sehr, sehr schön. Riecht gut, sieht gut aus und ist nicht teuer. Normalerweise würde ich jetzt den Primer benutzen. Aus gegebenem Anlass heute leider nicht. Deswegen würde ich jetzt einmal ganz kurz meine Foundation, Contouring, Concealer und alles im Schnelldurchlauf mit euch machen, Freunde. Und dann setten wir das Ganze, denn es gibt ein richtig cooles Puder, was auch nach Honig riecht. Okay, Freunde, die Base ist einmal halbwegs drauf. Ich habe noch nichts gesettet, denn ich wollte mal schauen, wie das Ganze unter den Augen aussieht. Und zwar hat Essence so ein bisschen, ich glaube, das ist das Packaging oder diese Idee von dem Catrice Clean ID Bronzer gewesen. Das ist aus Papier und wir haben hier so ein kleines Gummibändchen. Und hier sind so ganz kleine, viele Bienenwaben drauf gedruckt. Und hinten steht drauf, mattierendes Fixierungspuder mit sanftem Honigduft fixiert das Make-up und sorgt für einen matten Teint, transparente Farbe für alle Hauttöne. Es riecht tatsächlich ganz zart. Also super, super unaufdringlich, bisschen süßlich. Erinnert mich so ein bisschen an diese Palmoliv, Honig und Milch Handseife. So, das ist der Geruch der ganzen Reihe, finde ich. Gefällt mir vom Geruch sehr gut. Ich gehe jetzt noch mal kurz mit meinem Schwamm hier runter. Nehme mir jetzt hier mal so einen großen Pinsel und gehe in das Puder rein. Auch hier ist ein super süßes Pressing drin. Be My Honey steht drauf. Hat nicht so viel Kickback. Ich klopfe einmal ab. Und es sette mal so ein bisschen unter meinem Auge. Was ich ganz gerne mache ist, ich nehme ein gepresstes Puder, meistens das von Charlotte Tilbury, und gebe mir das als erstes unter die Augen und dann bake ich. Also es hat... sehr, sehr gut mattiert. Ich mattiere einmal so hier ein bisschen die halbe Seite. Aber es ist halt transparent, ne? Also es gibt tatsächlich keine Farbe und ist sehr fein. Also
Ich glaube, dass das gut sein könnte, so für zwischendurch. Es ist sehr, sehr leicht, das Packaging, dadurch, dass es Papier ist. Und wenn man das so ganz leicht hier unter die Augen gibt, vielleicht mal, oder unterwegs, wenn die Nase etwas ölig geworden ist, dann hier so ein bisschen rauf, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Ich ahne, dass das Ganze Flashback hat, denn wenn ich hier mal so reingehe, mein Finger ist sehr, sehr weiß. Im Gesicht, finde ich, geht es. Aber auch wenn ich es swatche, kommt doch ein bisschen Farbe runter. Ich vermute, dass das kein Puder ist, womit man gut in den Club gehen kann und dann von irgendwelchen kuriosen Fotografen ein Foto gemacht bekommt, was man dann auf der Webseite oder der Facebook-Page des Clubs sieht und sich dann denkt, was ist hier passiert? Also schön für zwischendurch, glaube ich, für all over mit Blitzlicht kann ich mir vorstellen, dass das Ganze nicht so gut ist. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal mit einem großen Pinsel rein und sette das Ganze und hole euch mal ein Stückchen heran. Also, ich schaue mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo einen Spiegel rumfliegen habe. Es sieht sehr krass. Es sieht sehr, sehr fein im Gesicht aus, tatsächlich. Also, es hat so ein bisschen die Poren ausgesoftet. Hier habe ich jetzt so leichte Strokes drin, weil, wenn man mit einem Pinsel auf die feuchte Base geht, dann wird das Ganze recht schnell so streifig, wenn man so ein bisschen wieder die Foundation abnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man mit einem Schwamm hier reingeht, hat man sehr viel. Achtung, Fail in 3, 2, 1. Dass man dann so ein bisschen besser arbeiten kann. Empfehle ich euch aber wirklich nur, wenn ihr sehr, sehr hell seid, mit so transparenten Pudern unter eure Augen wirklich zu baken und drauf zu setten. Weil es hält schon auf. Es ist zwar transparent, aber transparente Puder, die weiß sind, sind nie wirklich transparent. Deswegen seid da so ein bisschen vorsichtig. Gefällt mir gut, riecht gut. Ist für den Preis okay. Erinnert mich vom Finish auf den ersten Eindruck tatsächlich so ein bisschen an das Charlotte Tilbury Flawless Finish Powder von dem, was es auf der Haut macht. Mehr kann ich dazu aber noch nicht ganz so sagen in der First Impression. Ich werde es die nächsten Tage auf jeden Fall noch ausprobieren. Und falls ihr da ein kleines Feedback haben wollt, dann schreibt mir das doch gerne einmal in die Kommentare. Ansonsten abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr das nicht. Und ich würde einmal ganz kurz noch ein bisschen bronzen. Und da gehe ich jetzt hier in meinen Charlotte Tilbury Bronzer rein. Das ist aktuell mein liebster Bronzer. Ich hätte mir in der LE vielleicht auch noch einen Bronzer gewünscht, aber ich glaube, es gab neulich erst einen oder bei Catrice einen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich so ein bisschen absprechen, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie die Produkte, also zeitgleich dasselbe rausbringen. Das hätte, glaube ich, ganz gut gepasst dazu, aus der LE. Ich finde das Packaging süß. Es schafft so ein bisschen Awareness, Aufmerksamkeit für Bienen. Bienen sind super wichtig. Ich glaube, am Anfang, das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Das weiß ich jetzt schon, bevor ich es überhaupt geschnitten habe. Ich liebe Bienen und Bienen sind super, super wichtig. Ich mag nur keine Insekten um mich herum. Ich habe da, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es ein Wort für Insektenangst? Also, das habe ich. Jetzt fällt mir gerade auf, Freunde, ich bin eine kleine vergessliche Biene. Und zwar gibt es auch einen Pinsel und der ist richtig, richtig schön. Das ist so Gold, hartes Plastik, hat aber auch so ein leichtes Muster mit drauf und ist sehr, sehr weich. Ich mag die Pinsel von Essence ultra gerne. Ich trage damit jetzt mal ein bisschen Blush auf, weil der hat eine schöne Form für Blush. Ich nehme jetzt hier, der liegt hier gerade von Yves Rocher, den Rose Cappuccino Blush. Ist ein Synthetikpinsel und den gebe ich mir hier so ein bisschen hin. Er ist etwas fester gepresst. Ich kann mir vorstellen, dass man damit auch gut unter den Augen das Puder auftragen hätte können. Weil er halt so ein bisschen fester ist und nicht ganz so weich. Normalerweise benutze ich ja solche Blush-Pinsel. Die sind etwas weicher und damit kann ich dann so ein bisschen zarter verblenden. Das ist ein gutes Pinselchen für Puder tatsächlich, für unter die Augen. Meine Lippen fühlen sich übrigens wunderschön an. Also sehr gepflegt, es ist nicht so glänzend. Durch die Körperwärme oder die Wärme auf meinen Lippen verschmilzt das Ganze so ein bisschen. Mag ich gerne. Freunde, ich mache einmal kurz die Augenbrauen rauf und wir machen weiter mit dem, glaube ich, spannendsten Produkt. Und das ist die Wannabe My Honey High Shadow und Highlighter Palette. Hier könnt ihr einmal das Packaging sehen. Auch hier wunderschön mit diesem Gold. Es ist wieder diese Pappe, die ich damals schon, ich glaube, das erste Mal war diese Weihnachts-LE. Da gab es diese Pappverpackung. Finde ich sehr schön. Es ist sehr gut zu recyceln. Wenn ihr erzählt mir bitte, wie ihr jemals eine komplette Palette leer kriegen solltet, nehmt einfach die Fännchen raus. Die kommen in den Aluminium, ich glaube, das ist der Plastikmüll, die gelbe Tonne. Ha. Und dann könnt ihr das in den Pappmüll machen, denke ich. Sehr, sehr schön. Die Palette ist auch vegan. Ich glaube, alle Produkte sind
Vegan? Selbst das ist vegan. Also die Biene ist nicht ansatzweise an den Produkten vorbeigeflogen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Finde ich super. Und ich würde als erstes so ein bisschen die Highlighter ausprobieren und nehme jetzt hierzu so einen etwas gröberen Pinsel. Wir haben zwei Highlighter mit drin, einen etwas dunkleren und einen helleren. Ich mische mir beide einmal so ein bisschen, klopf ab und platziere mir das hier hin. Ich nehme meinen anderen Pinsel. Okay, jetzt, das war ein falscher Pinsel. Also, First Impression. Sie sind nicht soft, sie sind jetzt aber auch nicht so boom. Ich mag die Farbe ganz gerne zu meiner Hautfarbe. Das ist nämlich so ein bisschen goldener, güldener und passt sich so meiner Hautfarbe an. Ich finde auch schön, dass zwei Highlighter mit drin sind. Ist so ein sehr schöner Alltagsglow, würde ich sagen. Ist nicht so glitzerig, sehr zart, sehr weich. Like it. Freunde, jetzt kommen wir zu den Lidschatten. Und ihr seht, das ist so in Bienenwaben angeordnet und wir haben sechs Lidschatten drin. Mein Lid ist so ein bisschen feucht noch. Ich habe es extra nicht gepudert, weil gelbe Lidschatten sind unglaublich schwierig. Selbst große High-End-Marken haben Probleme mit gelben Lidschatten. Ich habe ihn geswatcht und der Swatch war sehr, sehr gut. Am besten kommt er raus, wenn wir eine weiße Base haben, aber ich weiß, dass viele von euch nicht unbedingt eine weiße Base zu Hause haben. Deswegen machen wir das heute ohne weiße Base. Ich habe so ein bisschen feucht gelassen und wir benutzen einen Pinsel, der auch dabei war. Und das ist der, ich denke mal, das ist so ein kleiner Blender-Brush. Der ist etwas flacher, aber ein bisschen weicher. Und da gehe ich in diese Farbe hier rein, in das Gelb. Wir haben noch eine andere matte Farbe und das ist eher so ein Knochenton. Brauche aber so einen Ton nicht unbedingt für mich, wenn ich ein Gelb benutze, weil ich gehe ja auf eine feuchte Base und dann pudere ich das Ganze nicht ab. Ich gebe mir das Gelb komplett auf mein Lid. Und ich glaube, wenn ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, wie ich zu Lidschattenpaletten stehe, wo nur eine matte Farbe drin ist und die ist hell. Ich brauche ja irgendwas zum Verdunkeln, theoretisch. Ich arbeite jetzt aber heute einfach mal ohne und mache einen sehr, sehr monochromen Look, weil ihr seht schon, die Farbe ist sehr, sehr deckend und es wird, ich glaube, nicht patchy. Also es sieht zumindest bei mir nicht patchy aus und ist schon ganz schön krass. Leider ist hier kein Spiegel drin, aber das macht das Ganze viel besser zu recyceln. Und jetzt gehe ich mit einem fluffigeren Pinsel doch in diesen Knochenton und gebe mir das in die Crease und verblende dieses Gelb, weil ich möchte ja einen sehr monochromen Look haben. Aber da ich keinen helleren Ton als Gelb habe, gehe ich damit so ein bisschen rüber und lässt sich gut verblenden. Also es sieht doch schön aus oder schöner als gedacht. Ich hätte gerne einen etwas dunkleren Ton gehabt, aber ist ganz süß. Ich finde die Idee süß, aber ich weiß gerade nicht so. Also es sieht schon schön aus, aber es sieht noch nicht fertig aus. Was ich sagen kann, ist, das Gelb ist eine schöne Farbe, um andere Lidschattenpaletten zu ergänzen, weil es ist gut pigmentiert und man kann damit auch wirklich schön ausblenden, denke ich. Aber wenn wir in Looks denken und ich probiere immer so ein bisschen alles mit in meine Review einzubinden, dann fehlt mir so ein bisschen was. Ich gebe mir das Gelb auch gleich an meinen unteren Wimpernkranz. Der Pinsel ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich Gelbsucht. Freunde, was sagt ihr? Schaltet mal kurz das Video an, schreibt es in die Kommentare. Wie steht ihr zu diesem einen Farbenlook? Also die Farbe an sich ist schön. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich noch machen soll. Also ich gebe mir natürlich jetzt einen Schimmerton auf mein Lid. Und zwar diesen Ton hier. Ich liebe diese Schimmertexturen von Essence. Die sind so butterweich. Ich mische das so ein bisschen zusammen. Und haben einen sehr schönen Effekt auf dem Auge. Sehr foliert. Der Ton ist, ich meine, guckt mal, ich kann reindrücken und mein Fingerabdruck ist drin. Der ist sehr, sehr weich. Das ist bei den anderen nicht so, das ist nur bei dem. Und der sieht auf dem Auge eher aus wie so ein Gloss. Ganz, ganz spannend. Und zusammengemischt mit diesem Grün-Gelb hier ist das eine richtig, richtig schöne Farbe. Okay, doch. Krass, wie weich der ist, ne? Okay, Also. Viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich könnte mir jetzt noch so ein bisschen was in mein Inner Corner geben. Und dazu gehe ich in diesen Ton hier. Der ist recht gelb. Passt halt zum Look. Ist so ein zarter Schimmer. Also das ist jetzt. Okay. Ist schon spannend. Ich bin gerade total hin und her gerissen, ne? Weil auf der einen Seite liebe ich diesen Look. Auf der anderen Seite bin ich mir total unsicher.
Das ist ganz krass gerade. Ich glaube, wir haben noch ein Produkt und das ist der Lippenbalm. Und das ist ein Color Changing Glow Lipstick. Der ist durchsichtig und der hat so Goldpartikel mit drin. Und den gebe ich mir jetzt mal auf meine Lippe. Seht ihr, wie meine untere Lippe sich so ganz leicht verfärbt? Ist nicht ganz so krass pink wie die ersten Color Changing Produkte, die ich von Essence kenne. Okay, Freunde, ich habe jetzt mal ein bisschen Mascara raufgemacht. Ich finde, auf diese Entfernung gefällt mir der Look sehr, sehr gut. Ich habe mir aber auch ein paar Gedanken gemacht über Sachen, die mir so ein bisschen fehlen. Und please don't hate me, aber ich glaube, eine Schimmerfarbe hätte weggekonnt und so ein dunkles Gelb oder so ein Braun-Orange wäre sehr schön gewesen, einfach um dem Look ein bisschen mehr Looks machen zu können, weil ich bin so ein bisschen gefangen jetzt mit dieser Palette und diesem Look. Viel mehr Variationen kann ich persönlich damit nicht machen. Und ich hätte mir vielleicht noch einen Lippenstift gewünscht in einem Braun, der sehr schlicht wäre, so ein Nude-Braun, eher in die braune Richtung, der den Look so ein bisschen erwachsener macht. Weil diese Color-Changing-Dinger sind süß. Ich glaube, wir haben aber mittlerweile viele, weil ich habe das Gefühl, diese Color-Changing-Dinger, die gibt es jetzt seit 3 Jahren und sind in jeder zweiten Limited Edition mit dabei. Und viel mehr ist das nicht. Oder ein Gloss, der nach Honig schmeckt, in einem schönen Gold oder so. Wisst ihr, was ich meine? Da hätte ich mir, glaube ich, so ein bisschen was Spannenderes gewünscht. Qualitativ sehr gut, gar keine Frage. Also wenn euch das interessiert, habt ihr definitiv von mir das Go. Ich finde nur, es hätten vielleicht ein paar andere spannende Produkte mit reingekonnt. Ich bin sehr traurig, dass ich den Primer nicht bekommen habe. Falls ich ihn irgendwo noch kriegen sollte, zeige ich ihn euch definitiv in einem neuen Video. Und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Und würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.